Hallo bei einer weiteren Folge vom Hotel Ressource Simulator. Jetzt natürlich die Handtücher wieder. Es ist schön, man kann sie hier hinporten. Minibar auffüllen. Okay. Dann auch wieder Handtücher. Okay, dann haben wir das schon mal. Dann leere die Waschmaschine. Okay, das passt. Starte den Trockner. Okay, wie immer anscheinend. Dann wechsle die Handtücher und fülle die Minibar auf. Und wieder leere die Waschmaschine. Und wieder rein in den Trockner. Dann gehen wir da her, machen wir genau dasselbe wieder. Dann wieder leere Waschmaschine. Bin ja gespannt, wie viele Waschmaschinen wir hier noch leeren müssen. So, und damit sind wir durch. Habe ich das komische Gefühl. Okay. Ja. Da war doch noch irgendwas mit irgendwas herrichten oder so. Okay, das haben wir zumindest schon mal. Ansonsten schaut alles gut aus. Okay, da könnt man Leute einstellen. Schauen wir noch mal rein kurz. Okay, da kann man dann, wir haben praktisch 5 Zimmer zur Verfügung. Ja. Ansonsten brauchen wir jetzt hier nichts mehr machen. Ich werde jetzt mal einen Zeitsprung machen und schauen wir mal, ich melde mich dann wieder, wenn wieder was passiert. Und trotzdem noch was, putze den Stuhl und putze mir den Stuhl. Okay, jetzt gibt's wieder nichts.
Ja, dann machen wir wieder einen Zeitsprung, würde ich einfach mal sagen. So, und jetzt ist es gleich soweit. Es ist gleich 0 Uhr, alle Aufgaben erledigt. Momentan steht noch nicht allzu viel in deinem Bericht. Schließlich haben wir gerade nur einen Gast. Oh, die haben doch viele Gäste. Aber morgen bricht ein neuer Tag an, der viel bringen kann. Also ab in die Federn. Okay, Tag 1. $500. Ja, haben jetzt wir das ausgegeben? Na gut, okay. Da sehen wir ja, Betten sind belegt. Dachte ich mir ja, dass da alles belegt ist. Okay. Guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Heute stellen wir jemanden für die Rezeption ein. Dann haben wir mehr Zeit, um uns auf andere Bereiche des Ressorts zu konzentrieren. Okay, da geht's jetzt los. So richtig. Okay. Putzen wir auch hier den Boden. Putzen wir auch hier den Boden. Genau, und jetzt ist es. Nee. Was ist jetzt hier wieder passiert? Das ist genau dasselbe. Wollte ich nämlich noch sagen, das Ding hier ist abgestürzt. Also für mich persönlich, ich sage mal, da war nichts, überhaupt gar nichts. Und jetzt kann man hier nichts mehr machen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht mehr die große Lust. Ich werde es jetzt noch einmal starten. Wenn wir noch einmal starten, das ganze Ding, immer natürlich hier mal unterbrechen, bin gleich wieder da. Ach so, sorry, der ist gar nicht abgestürzt. Wir sollen uns jetzt einen Mitarbeiter einstellen. Ja, wähle eine Person aus und stelle sie ein. Der hat jetzt einfach meine Aktion abgebrochen und sagt, nee, Tutorial ist viel wichtiger. Schauen wir mal hier. Okay. Kommt man jetzt zwar nicht auswählen. Chat können wir noch machen. Okay, und alles noch nachlesen, was die uns jeweils gesagt haben anscheinend. Ja, bist du langsam mit der App vertraut? Ja, ist ja kein Thema. So, und jetzt machen wir hier weiter. Okay. Was müssen wir jetzt hier machen? Gehen wir mal nochmal hier rein. Jetzt reparieren wir mal das Waschbecken. Das ist was, das wir schon können. Und da hatte ich mir jetzt, weil mich hat es genervt, als das beim ersten Versuch schon abgestürzt ist. Okay, putze den Boden. Ja, da haben wir ja den neuen Mann hier. Nee. So, und jetzt sind wir hier durch. Weil wir haben anscheinend in dem Restaurant auch schon Mitarbeiter. Da brauchen wir also gar nicht unbedingt immer hinflitzen, weil da auch schon einer ist, der den ganzen Job erledigt. Okay, putze einen Tisch.
Genau, man sieht's hier. Da kommt hier schon jemand und putzt. Spült das Geschirr. Und das ist mir jetzt schon wieder so eine Hektik. Wenn da jemand in der Rezeption anstößt, kümmert er sich sowohl um den Check-in auch als auch um den Check-out. Ja, eben. Okay, das war das Szenario. Kostet mir das Nerven hier absolute Notwendigkeiten. Ja, ich lese das jetzt nicht alles. Wer es lesen will, bitte auf Leertaste drücken. Okay, bereit die Hamburger zu. Pasta, Sushi, Pommes. Ja, Wahnsinn. Tolles Setup, oder? Okay. Haben wir denn hier alles? Pommes und hier wahrscheinlich Sushi. Vergiss nicht auch den Kühlschrank draußen aufzufüllen. Wo ist er? Okay. Achso, da kann man das Ding hier auch aufmachen. Die To-Do-Liste kann man überall aufmachen quasi. Okay. Also das ist praktisch immer auffüllen. Geht's weiter, repariere den Trockner. Das machen wir gern. Gäste einsammeln. Gäste fahren vom Pier nach Ressort, okay. Dann machen wir hier mal das. Nehmen wir wieder die Waschmaschine. Die Waschmaschine. Okay. Da müssen wir jetzt das Auto irgendwo finden. Rezeption. Gäste fahren vom Pier nach Dingens. Ja, fahren die dann selber? Geh den Gast am Pier abholen. Ja, das zeigt er uns nicht. Wie wir da hinkommen. Das wäre doch wichtig. Ja, dann müssen wir da außen rum.
Okay, machen wir lieber das wieder. Ich gehe den Gast am Pier abholen. Ah, ne, das ist ja der Strand da oben. Okay, da müssen wir jetzt einmal hier nach vorn schauen. Wir sind ja jetzt ganz hinten. Okay, das werden wir jetzt mal machen. Schauen wir mal. Genau. So. Genau. Nee. So. So, und wo fahren wir da jetzt hin? Okay, die Straße da runter, würde ich einmal sagen. Okay. Wo ist er? Ach, der hat uns jetzt komplett zurückgesetzt. Nee, jetzt fahren wir mit dem dahin. Der ist jetzt eingestiegen. Okay. Ja, ich muss bloß mal kurz meinen Wecker ausschalten. Okay, oh, das war jetzt ein Aufwand. Okay, da putzen wir den Boden.
geht's dann hier nochmal weiter? Ah, endlich. Okay, aber das heißt, checke die Gäste ein. Wir haben doch einen in der Rezeption. Oh, der ist nicht da. Na, dann machen halt wir das. Jetzt haben wir nur einen Mann da. Also ich weiß nicht, ich kenne mich hier nicht mehr aus. Na gut, egal wie. Wir machen ja dem Angelspiel 5 Folgen. Da haben wir noch 3 vor uns. Ich bin schon gespannt, wie das hier weitergeht. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.